Diese Maut hat zwar die Transparenz und Logistikkosten, Transport- und Logistikkosten erhöht, aber zu einer strukturellen Verstärkung der Investitionen ist es dabei nicht gekommen. Mautfinanzierte Projekte haben lediglich bisher haushaltsfinanzierte Projekte ersetzt. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dies bei einer Pkw-Maut anders aussehen sollte. Und deswegen sind wir der Meinung, wir sollten uns jetzt nicht zuerst neue Abgaben ausdenken, sondern wir sollten Ineffizienzen im bestehenden System der Straßenbaufinanzierung, gerade im Verhältnis von Bund und den Ländern, beseitigen und tragfähige Strukturen für eine zukunftsgerechte Infrastrukturfinanzierung schaffen. Stichwort Finanzierungskreislauf für die Straße, die dafür Sorge trägt, dass die Mauteinnahmen, die es ja nun schon zuhauf gibt, nicht Haushaltslöcher, sondern wirklich Schlaglöcher stopfen. Wir suchen auch den Kontakt hier mit den anderen Verkehrsträgern, gerade mit der Bahn. Und wir haben jetzt schon gemeinsame Papiere gemacht, die zeigen, dass wir diese Verstetigung der Infrastrukturmittel mit Nachdruck gemeinsam vertreten wollen. Denn das ist ein Stück moderne Sozialpolitik. Der Wohlstand ist ohne Infrastrukturoptimierung einfach nicht denkbar. Und ich bin damit schon bei dem Thema, was ich in meinen wenigen Minuten voranstellen will, wie Herr Militzer mit Recht gesagt hat. Ein Geburtstag ist ein Punkt, kurz zurückzuschauen, aber vor allen Dingen das Heute und die Zukunft auch in den Blick zu nehmen. Lassen Sie mich das mit ein paar Kernaussagen machen. Ich denke, unsere Erwartung erscheint gerechtfertigt, dass wir den schlimmsten Teil der Krise hinter uns gelassen haben. Den tiefsten Einbruch in der deutschen Wirtschaftsgeschichte hat kein Ökonom uns angekündigt. Und ebenso wenig muss man sagen, den höchsten Zuwachs seit 20 Jahren im zweiten Quartal dieses Jahres hat auch kein Ökonom den Unternehmen angekündigt. Das zeigt, wir leben in starken Volatilitäten und wir können sagen, wir sind in diesem Jahr ein gutes Stück raus aus der Krise. Und man kann das mit wenigen Stichworten, dieses Bild illustrieren. Anhaltendes Wachstum in Brasilien, Indien und vor allen Dingen China. In Westeuropa legt die Pkw-Produktion wieder deutlich zu. Die Produktion in Deutschland lebt von der Internationalität, stark vom Export. In diesem Jahr kommt das Premium-Segment wieder zurück. Und die Nutzfahrzeuge erholen sich jetzt vehement, schneller als gedacht. Und nicht zuletzt profitieren unsere Zulieferer, steigern Umsätze und Gewinne. Wir freuen uns darüber, aber so wenig wir letztes Jahr alles nur schwarz gemalt haben, müssen wir dieses Jahr, glaube ich, sehr stark kommunizieren, dass wir nicht nur alles in rosa sehen. Wir sind vom Vorkrisenniveau noch weit entfernt. Die Zuwächse in China werden abflachen. Und das erfreuliche Wachstum darf man nicht in einem überzogenen Basiseffekt-Euphorie verwenden lassen. Wir stehen also vor deutlichen Herausforderungen und die Freude über die Entwicklung soll uns einfach Kraft schaffen, diese Herausforderungen auch anzunehmen. Auf einige will ich für die Zulieferindustrie hinweisen. Der Hauptpunkt ist für mich die sehr hohe Volatilität, mit der wir zurzeit umgehen müssen. Keiner weiß wirklich genau, was in 8 oder 10 Monaten auf der Welt im Niveau passiert. Wir müssen die Erfahrungen in der Krise nutzen, um dafür auch flexibel reagieren zu können. Unstreitig ist, die Automobilhersteller brauchen innovative und finanzstarke Zulieferer als zuverlässige Partner, gerade weil 75% der Wertschöpfung durch Zulieferer gebracht werden. Und ich glaube, die Zulieferer haben überwiegend ihre Kostenstrukturen in Ordnung gebracht, in Innovation investiert und ihre Belegschaften dank des Kurzarbeitergelds auch größtenteils halten können. Die Automobilindustrie hält 2010 das im Vorjahr erreichte Rekordniveau bei den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von fast 21 Milliarden Euro. Es ist die einzige Industrie, die mit mehr als 4% ihre Aufwendungen in der Krise steigern konnten. Und das ist notwendig, denn Technologie ist und bleibt das zentrale Differenzierungsmerkmal für die deutsche Automobil- und die
Zulieferindustrie genauso. Das ist wichtig, denn neue Unsicherheiten sind unterwegs durch die internationale Konkurrenz. Herr Melizer hat die Elektromobilität angesprochen. Sie ist zum Teil eine Verwirrung für den Verbraucher und wir nennen es deshalb Fächerstrategie, indem wir sagen, einsparen, ergänzen und ersetzen. Das ist der Dreiklang. Der Diesel und der Benziner wird mindestens noch 25-30% Effizienzsteigerungen sehen. Einsparen. Natürlich werden die Antriebe sich ergänzen. Hybridisierung. Wir werden andere Kraftstoffe noch zusätzlich sehen. Aber erst im dritten Schritt werden wir wirklich diese Antriebe ersetzen durch die Elektromobilität, sei es die Batterie, sei es die Brennstoffzelle. Und deswegen ist dieser Fächer wichtig, um zu sagen, nur wer heute als Verbraucher Diesel und Benzin kauft, wird jemals ein Elektroauto erleben. Das ist ganz notwendig, um klarzumachen, dass die technologischen Schritte angepackt werden. Das demonstriert die Automobilindustrie zu Recht. Aber die Zeitachse notwendig ist für diese Investitionen und die Forschungsergebnisse. Zu den Herausforderungen nicht nur der Zulieferer wird gehören, dass der Preisdruck weiter steigern wird. Auch in der Wertschöpfungskette, das sehen wir ja im VDA, wird der Krach weiter zunehmen. Das gehört zum einen zu dieser konstruktiven, aber nicht immer einfachen Auseinandersetzung. Die Energie- und Rohstoffpreise bleiben volatil. Und die Globalisierung mag vielleicht für den einen oder anderen letztes Jahr eine kurze Pause eingelegt haben. Sie wird jetzt wieder forciert werden, notwendiger denn je und eben auch zum Nutzen der heimischen Standorte. Wir werden national und international Kooperationschancen neu ausloten müssen. Da haben wir Organisationen, AT wie VDA, auch verstärkte Aufgaben, den Zulieferern zu helfen. Ich war jetzt dieses Jahr schon in Indien und war selbst erstaunt, wie unsere Zulieferer, die auf einem Gemeinschaftsstandort unterstützt haben, jetzt schon indische Kunden suchen, auch mittelständische Unternehmen. Ich glaube, das ist der Weg, um den wir gar nicht herumkommen, nicht um Thüringen zu verlassen, sondern um Thüringen zu stärken. Das Auto wird in den nächsten Jahren sich stärker verändern, wahrscheinlich, als wir es uns je vorstellen. Ich habe schon von der Fächerstrategie gesprochen, aber deshalb müssen auch die Zulieferer sie noch stärker technologisch, markt- und branchenübergreifend neu aufstellen. Wir, AT und VDA, haben also weiter gemeinsame Interessen, Aufgaben und Ziele und ich bin sicher, wir werden diese Form der Zusammenarbeit weiter vorantreiben und Sie werden neue Mitgliedsunternehmen gewinnen und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie auch dem VDA sich anschließen, um diese Zusammenarbeit zu unterstreichen und beide Organisationen zu nutzen. Im Nutzfahrzeug können Sie jetzt schon im September Antworten auf diese neuen Herausforderungen sehen. Wir sehen die Entwicklung beim Nutzfahrzeug auch im Spiegel der Aussteller. In den letzten 3 Monaten haben wir auf einmal nochmal einen Zuspruch an Nachmeldungen bekommen, was uns freut und was zeigt, wie diese Branche im Moment in Bewegung ist. Nutzen Sie also diese regionalen, internationalen Kontakte auf diesem Großereignis. Ich denke, schon die Automobilhersteller mit Apollo und Lai wussten, worauf es im In- und Ausland für Erfolg ankommt. Herzlich willkommen bei der IAA Nutzfahrzeuge. Ihnen allen wünsche ich einen spannenden heutigen Branchentag, viele neue Erkenntnisse und dem Geburtstagskind alles Gute und ich gratuliere von ganzem Herzen. Auf Ade!